Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. So Freunde, was haben wir heute auf dem Gabentisch? Die letzte Flasche aus dem Hause Hieronymus, Schlossbrauerei. Ja, Weißbier steht jetzt als letzter Kandidat auf dem Gabentisch. Sind wir mal gespannt. Weizen haben wir noch nicht getrunken da, glaube ich, oder? Haben wir schon alles Mögliche probiert da. Ich glaube, jetzt haben wir auch das ganze Repertoire durch. Und nun bin ich gespannt, was das kann, Freunde. Auch so eine Königsdisziplin, ne? Weißbier. Mal sehen. Wasser, Gerstenmalz, Weizenmalz, Hopfen und Hefe haben wir drin. 5,1% unfiltriert, naturtrüb, steht extra nochmal drauf. Und ja, Hieronymus Hefeweizen kommt in einem blauen Etikett daher. Das sieht dann so aus. Wieder 0,5er Bügelverschlussflasche. Und ich kenn's natürlich noch nicht. Gruß geht raus an Harry und erstmal schönen Dank dafür. Und ich würde sagen, ich hab schon wieder Bierdurst, ne? Wissen wir auf jeden Fall mal trinken. Freunde, ich bin heute schon wieder fröhlich, ne? Wir hatten gerade schon Biertest gehabt. So, ich mach mal auf. Oh ja, da kommt aber ordentlich raus hier. So, Entspannungsverdampfung entwickelt sich zu einem halben Auspuff. Also sieht gut aus. Und ich würde sagen, lassen wir mal laufen. Jetzt bin ich mal so richtig gespannt. Mal sehen, also wir haben wirklich mit der Brauerei richtig gute Erfahrung gesammelt. Die haben richtig leckere Biere. Und nun sind wir mal gespannt, was das hier kann. Ich glaube, ich kann hier ein bisschen ruppiger reingehen, oder? Mit der Blume. Was haben sie gesagt? Ja, ja, natürlich, da ist Hefe drin. Also müssen wir eine schöne Hefespirale noch versuchen, dahin zu bekommen. Glaube ich, möchte aber erstmal noch ein bisschen. Ja, jetzt kommt der Rest. Holen wir uns mal raus. So, Freunde, jetzt wird es wieder spannend, ne? Ob wir sie hinbekommen, die Hefespirale. Ich rühre mal die Hefe ein bisschen raus, den Rest. So, dann wollen wir mal. Das ist fast ein bisschen zu zackig, aber... So, dann wollen wir mal gucken. Ja, ist ein Bier. Gibt sich als Bier zu erkennen, ne? So, also da sind wir schon mal richtig. Also das ist schon mal gut. Ist ein Weißbier. Und von der Blume her würde ich sagen, ja, drei Finger kriegen wir hin. Überraschenderweise recht grobporig. Bin ich eigentlich gewohnt, dass bei einem Weizenbier generell das eher ein bisschen fluffiger, wolkiger, kompakter ist. Hier habe ich meine Bedenken, ob das wirklich jetzt 90 Sekunden ja, im Glas stehen bleibt. Vielleicht ganz knapp. Ich halte das mal rein. Also das ist schon so, ne, so ein bisschen so wie in der Badewanne. Da kennen wir das mit dem Schaum, ne, wenn da so rumblubbern durst. Aber das ist so für ein Weißbier erstmal recht untypisch. So, und was noch untypisch ist, das gucken wir uns jetzt auch noch mal an. Ich mach das mal kurz hier weg, dass das Beschlagene weggeht. Also, ich sag mal so hier, ne? Also ich glaube, Erdinger bekommt jetzt langsam Konkurrenz in Sachen Naturtrübe. Nicht. Weil, Freunde, das ist alles andere als Naturtrüb, ne? Also wenn du das jetzt hier mit einem Kösslerner vergleichen würdest, ne, oder mit einem Paulaner oder meinetwegen auch mit einem Franziskaner und ach, wie sie alle heißen, mit einer leckeren Huber und so, ne, das, also ich kann eins, zwei, drei, ich kann hier durchgucken, Freunde, ne, also Hefenebel, Hefeschleier ist da jetzt erstmal nicht und in der Flasche ist auch nichts mehr, also überzeugt euch selbst, also das ist genauso klar oder geklärt wie ein Erdinger, ne, wo wir immer kritisiert haben. Also das von daher muss ich sagen, optisch erinnert mich das jetzt erstmal wenig an ein klassisches Weißbier. Das sieht für mich eher aus ein bisschen wie ein Kristall, ja, so ein trübes Kristall, so ein Zwischending, aber so richtig saftig oder naturtrüb, wie man es kennt, ne, wo wirklich so ein richtig dicker Hefeschleier da drin ist, das haben wir hier nicht. Also von daher, ja, müssen wir natürlich Punktabzug geben, oder? Weil wie war das so? Die Schneiderweiße, genau. Da war doch was gewesen, die Gebrüder Schneider. Die haben doch hier damals das Weißbier populärer gemacht, ne? Dass wir es heute hier so trinken können. Und wenn wir dessen Vorbild uns angucken, dann wissen wir, wie ein Weißbier auszusehen hat. Nämlich extrem saftig, extrem trüb, sodass du blickdicht nicht durchgucken kannst. Und hier kannst du durchgucken, zweifelsfrei. Also, müssen wir bewerten, finde ich schade, möchte ich Optik, Ästhetik, auch der Schaum fällt zusammen, da möchte ich 2 von 5/6 möglichen Punkten geben. Da haben wir schon schönere Weißbiere hier im Glas drin zu stehen gehabt. Und das liegt jetzt nicht am Einschank oder ähnliches, weil, wie gesagt, also da wo nichts ist, kann auch nichts sein an Hefe. So. Aber gut, genug gemeckert. So, jetzt wollen wir erstmal anschnuppern, Freunde. Oh ja, schön. Zitrus, Banane,
Fruchtigkeit kommt deutlich durch, finde ich gut. Da scheint auch so das Augenmerk drauf zu liegen. Hefe kannst du trotzdem rausriechen, auch wenn man sie nicht sieht. Aber vom Bouquet her durchaus weißbiertypisch. Das ist so mit verbundenen Augen, würdest du sofort das hier als Weißbier herausriechen. Riecht sehr lecker, sehr streng, würzig und lecker. Also da bin ich mal gespannt jetzt, Freunde. Ihr Lieben, auf euch, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Ich bin gespannt. Oh. Oh, okay. Ich kann es gleich vorweg sagen, Freunde. Also im Bereich Pilzbier und Weizen werden wir keine Freunde da mit der Brauerei. Alle anderen Biere top, Krone Bewertung, beste vom Besten. Aber das hier ist wirklich, also da muss man ein bisschen üben, ne? Also das ist schon sehr speziell. Oder schaut euch das mal an, der Schaum ist ganz weg jetzt. Da ist noch nicht mal Blumenteppich da. Das ist alles weg. Ja, guck mal. So, ich muss noch einen zweiten nehmen. Erinnert mich absolut an Kristall. Das ist auch von der Spritzigkeit und auch so, das ist eigentlich eher ein Kristall als ein normales, saftiges, gehaltvolles, ordentlich wuchtiges Weißbier. Das ist alles andere als wuchtig hier. Das ist auch nicht saftig. Das ist auch, das ist eher schlank. Das ist total schlank, Freunde. Also Attribute, gemütliches oder dynamisches Bier, zweifelsfrei, absolut dynamisch. Das ist so ein Kandidat, biergartentauglich, das schluckst du weg, ne? Das ziehst du so weg, wunderbar. Wird natürlich unterstützt vom ja, sehr weichen Wasser, das ist super, da haben die wirklich Glück in Baden-Württemberg. Ganz toll, dieses Samtige, das ist sehr angenehm im Mundraum, das ist, bin ich jedes Mal wieder überrascht über dieses schöne, weiche, samtige Wasser, ganz toll. Ja, so, und dann haben wir hier was, wo ich sage, Also erstmal positiv, der Weizenmalz, der ist tatsächlich rausschmeckend. Also den kannst du richtig rausschmecken, den hast du auf der Zunge. Der bringt ordentlich Lieblichkeit mit und auch Getreidigkeit, das erwarte ich bei einem Weißbier auch. Das ist schon mal alles richtig. So, dann kommt dieser Fruchtanteil, der jetzt auch nicht so krass, also es riecht intensiver, als es tatsächlich schmeckt. Also dieser Bananenanteil, ich sage dazu immer Bananenanteil, also dieses Bananenaroma, ne, was man so kennt vom Weißbier, das ist hier ein bisschen runterreduziert, riecht wesentlich intensiver, als man es rausschmeckt auf der Zunge. Dann ist es erstaunlich herb, muss ich sagen. Also für ein Weißbier schon ziemlich herb, ist aber noch okay. Und so ist es erstmal, wo ich sage, ja doch, es ist okay erstmal. Aber jetzt kommt's. Die Attribute in der Textur selbst erinnern mich absolut nicht an ein Weißbier. Es ist nicht saftig in dem Sinne. Es ist auch nicht wuchtig. Also es ist kein Mittagessen oder so, ne? Sondern es ist eher so ein schlankes Bier, was du so, ich sag jetzt mal, zum Mittagessen trinken könntest. Oder so als Dessert oder so. Ja? Oder kannst du als Wegbier theoretisch trinken. Also da macht es dem Erdinger nichts nach. Also das ist im Prinzip, ja, du kannst sagen, es ist eigentlich fast identisch so von den Attributen her. Und ich bin wirklich überrascht, dass ich jetzt immer ein zweites Bier gefunden habe, was wirklich mit dem Erdinger gleich ist. Ja. So, weil das ist ähnlich aufgebaut. Das ist auch so leicht, das ist so mild, das ist so schlank, das sieht nicht so aus und irgendwie, also das ist ganz komisch. So, und dann... was ich noch so ein bisschen so vermisse, ist diese Gehaltvolligkeit. Wisst ihr, was ich meine? So diese Getreidigkeit, diese Wuchtigkeit von einem Weißbier, wo dann auch wirklich so diese Hefe noch alles ummantelt. Ich sage immer wieder, das beste Beispiel ist das Kösslaner. Ne? Da ist ja wirklich unsere Hefebombe schlechthin. Und selbst im Industriestandard, wenn wir jetzt mal an das Turmbräu denken oder das 5.0er Original, da schmeckt das wesentlich mehr nach Weißbier und auch nach Hefe als jetzt dieses hier. Also auch da bin ich ein bisschen überrascht, dass da jetzt sowas kommt. Ja. Wobei, man muss natürlich noch einen Unterschied machen. Ich hoffe, ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster. Aber ich glaube, wenn man das jetzt mit einem Erdinger vergleichen würde, würde ich tatsächlich dieses hier sogar ein bisschen höher bewerten, weil ich finde, das hat noch ein paar Aromaspitzen mehr drin. Ja, also das ist so. Aber ansonsten sind die ziemlich identisch.
Also vom Aussehen, Leute, habt ihr das schon mal gesehen? Ja, also das Glas vorher frisch ausgespült, ihr kennt es und da war ja auch eine Blume drauf, das habt ihr gesehen. Nur, also für die Kohlensäure, die da aufsteigt, also das ist ja wirklich extrem wenig. Nee, also das ist subjektiv, ist es nicht wirklich meins, Freunde, das ist nicht meins. Man kann das trinken, auf jeden Fall, das ist qualitativ okay, aber geschmacklich ist es nicht meins, hat nicht meinen Nerv getroffen. Also wenn das jetzt alle Biere waren, ich weiß jetzt nicht, da müsste man den Harry mal fragen. Ich glaube, ich habe jetzt alle Biere aus der Brauerei durch, oder? Also da muss ich wirklich sagen, eine verdammt hochwertige Brauerei, würde mich nicht wundern, wenn die sogar mit in die Top-10-Liste bei uns mit reinwandern würde. Allerdings, es gibt zwei Bierstile, wo ich wirklich sage, nee, die würde ich aus der Brauerei nicht trinken wollen. Das ist einmal das Pilz und einmal jetzt hier dieses Hefeweizen. Die anderen, also das, was wir vorhin hatten, beziehungsweise gestern, das Lager, war wesentlich besser. Das war so, wo ich sage, wow, und auch dieses Chrysanthemus und was sie da alles hatten, ne? Das sind ja ganz hochwertige Biere auch. Aber das hier, diese zwei Stile, Pilz und Weizen, das ist nicht ganz so, finde ich. Ja, wie wollen wir das bewerten? Na, tut mir leid, Leute, also da sind wir weit entfernt von der Krone-Bewertung. Aus diesem Grund, dadurch, dass die Qualität in Ordnung ist und man das auch trinken kann, möchte ich einen Durchschnitt geben, nämlich 3 von 5/6 möglichen Punkten. Das ist es mir wert, absoluter Durchschnitt. In dem Sinne, Bierseffler ist draußen. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Bierseffler.